Hallo, liebe Zuschauerland der Aufnahme. Die erste Stunde dieser Aufnahme ist der Chat nicht im Bild, danach schon. Also wundert euch nicht. Und direkt Disabo, D-Like, alles Übliche. Und wir sind im Sumpf angekommen, genau. Wir haben den Fokus in der letzten Stunde, in der letzten Aufnahme eingesetzt. Gehabt, gerade. Gerade erst kam es zu diesem epischen Moment. Hi, Jakor! Und es gilt, Blutfliegenstachel zu sammeln. Stimmt, die Kack-Golems. Och Gott. Die Golems. Ganz vergessen. Und da hinten lauern auch schon Banditen. Könnten jetzt theoretisch in die Banditenrüstung, Banditentarnrüstung wechseln. Nur ich glaube, ich will diese Viecher hier vorher kaputt machen. Ach, Kack. Ich werde doch jetzt sowieso wieder vergiftet. Ja. Ich liebe es, vergiftet zu werden. So, die Tarnkleidung des Sumpflagers. Des Sumpflagers? Der Banditen, meine ich natürlich. Es ist die mittlere Gammelbanditenrüstung. Für mittlere Gammelbanditen. Und die führt dazu, dass wir jetzt nicht auf der Stelle von diesem netten Herrn angegriffen werden, was uns Gelegenheit verschafft, leckere Dunkelpilze zu sammeln. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Welche Drecksviecher meinst du? Ach, Goblins. Ja, ich hab, wie gesagt, gerade aus Tarngründen diese Scheißrüstung an. Das heißt, selbst Goblins können mir Schaden machen, nennenswert. Das ist... Ich hab das immer gehasst. Nichts zu holen. Im Chat wird schon um Hallos gebettelt. So ein Fall. Ihr wisst, dass ich ihn töten muss. Es gibt keine andere Möglichkeit. Oh, nee. Nee. Der hat doch jetzt... Oh, nee. Nee. Ich hab kein Leben. Hallo. Ich hab kein Leben. Komm schon, sag's. Da ist wieder eins von diesen Mistviechern. Haut ihn kaputt. Danke. Nicht sterben, nicht sterben. Kein Sterben. Ich hab's immer noch drauf. Danke dafür. Es war fast wieder soweit. Wieso habe ich eigentlich diese... Was macht ihr? Och du Scheiße, der tötet mich jetzt sowieso. Ein Mist viel weniger. Die Steuerung ist gerade verbuggt. Okay, jetzt geht's wieder. Wohin geht ihr? Ihr sollt... Was? Wohin geht ihr jetzt? Okay, was wird das? Ich will, dass du zurück auf deinen Platz gehst, okay? Kann ja nicht sein, dass du hier rumwanderst. Okay. Lord Norfolk, mitten in der Serie zu erklären, ist natürlich etwas schwierig. Dark Souls als Special für irgendwas. Nee, Dark Souls ist mir zu leicht. Nein, ich mag Dark Souls einfach nicht. Quo vadis, Edgar? Nichts zu holen. Edgar. Hey. So heißt er, Edgar, nicht Edgar. Nope. Edgar klärt mal den Sumpf. Du willst wissen, wie es läuft? Ich sag dir, wie es läuft. Zuerst haben mich irgendwelche Piraten in stürmischer Nacht hergebracht. Mann, ich hab die ganze Nussschale vollgekotzt. Dann lässt Raven die Mine absperren, weil irgendwelche Idioten zu gierig auf das Gold sind. Und dann wird Franco Anführer der Jäger und bringt jeden um, der dagegen ist. Ich würde sagen, es läuft ziemlich mies. Falco ist Anführer der Jäger. Wie ist Falco zum Anführer geworden? War es Egoist oder der Kommissar geht um? Wie ist Franco zum Anführer geworden? Ganz einfach. Er hat Fletcher umgelegt. Der war vorher Anführer der Jäger. Fletcher war okay. Franco verarscht uns doch alle nur. Ja, verarscht uns. Ja, alles Betrug. Kannst du mir was beibringen? Ich kenne mich mit Blutfliegen aus.
Ich hasse diese miesen Biester noch mehr als Franco. Aber ich weiß, wie ich ihren toten Körpern die Stacheln und Flügel entreißen kann. Ja, entreißen. Außerdem weiß ich, wie man das Sekret aus dem Stachel entfernt. Wenn du willst, kann ich dir den ganzen Kram beibringen. Ja, entreißen. Sonst ist hier draußen allerdings nichts. Gut, Stachel der Blutfliegen. Da waren wir ja tatsächlich schon im zweiten Kapitel in der Burg und haben ein Buch gefunden, das uns selbiges schon beigebracht hat. Ansonsten könnte man es hier für, ich glaube, 2 LP lernen. Also man muss 2 LPs erfolgreich abschließen und dann kann man blutfliegenden Stacheln ausreißen. Yay, Jacob, freut mich, dass du jetzt auch gut gelaunt bist. Wer sind Sie? Sie sind nur ein random Bandit. Ja, ich suche eigentlich, ich hatte eben eine Truhe gesehen. Entschleimen! Ja, entschleimen! Oh mein Gott. Irgendwann kommen auch noch die restlichen Harry Potters. Irgendwann, habe ich gesagt. Och nein! Na, ich hasse die Mistviecher. Ja, hier liegt eine Menge Zeug, genau, aber eigentlich wollte ich zur Truhe. Aber ist egal, das hier gilt auch. Das ist auch eine Truhe, nur nicht die ich meinte. Echt, Peter? Wir sind der vom Salze auserwählte Held, der die Welt von den Schergen des Inosperiums befreien wird und ein Zeitalter der Spenden einzuläuten. Nicht ganz, Lord Norfolk. Oh! Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Ich bin tot. Strafsaufen, Alice die Lira. Zu spät. So, Bandit. Zeigt mal, wie ihr mit dem Typen klarkommt. Ich gehe. Tschüss. Ja, haut ihn. Ein Mist viel weniger. Oh Gott, sie haben ihn umgelegt. Okay. Ich bin doch nicht sowas nicht von zu tot. Plündern. Ja, wir sind halt gerade im zweiten Teil der Serie innerhalb eines Add-ons, das wiederum eine ganz eigene Geschichte hat, die sich aber bezieht auf den ersten Teil der Serie und auch auf den zweiten Teil. Es ist halt sehr verworren. Also aktuell sind wir halt ein Spion des Rings des Wassers und tragen diese Banditenrüstung, sodass die Banditen hier uns nicht erkennen, dass wir nicht einer von ihnen sind. Und wir sollen uns im Grunde genommen umhören und herausfinden, was die vorhaben mit der gigantischen Menge an Gold, das sie gesammelt haben. Oh, Chieftain erklärt es ziemlich cool ebenfalls. Links, links, rechts, rechts und ein bisschen Zeug. Marco, was ist mit deiner Friese los? Warum so wild heute? Weil ich bis zum Streamstart tatsächlich technische Probleme hatte oder Sachen herausfinden musste und deshalb bin ich da irgendwie nicht mehr zugekommen. So, den Sumpfgolem haben wir. Und da hinten ist der gute Sancho. Weiß gar nicht. Ich glaube, der will, dass wir ihm dabei helfen, Sumpfhaie zu verprügeln. Natürlich so typisch, dass all diese schwierigen Quests absolviert werden müssen. Scheiße, noch ein neuer. Auch wegen des Goldes hier. Während man diese Gold? Scheißrüstung trägt. Jetzt hör auf, mich zu verarschen. Alle Neuen, die hierher kommen, wollen in die Mine. Zekef, danke dir zum Folgen. Nicht so einfach vor. Danke fürs Folgen, meine ich. Und ich mach das mal ein bisschen größer. Gib deine Spenderorgane bitte in den Behälter dort unten. Ich hab endlich wieder Internet. Jetzt bin ich glücklich und spendabel, Kappa. Alice die Lira, bot 10 Euro da. Sie füllt damit den ganzen Bildschirm. Nein, sorry dafür. Aber Dankeschön, Alice die Lira. Die hat endlich wieder Internet. Sie oder er? Mann, wieso kann ich mir sowas nie merken? Es. Das Phänomen Alice, die Lira. Oder er, der Mensch Alice, die Lira. Hat wieder Internet. Dankeschön.
Jacko. Ich komme nicht zum Lager. Folge einfach dem Steg. Aber wenn du in die Mine willst, musst du an Franco vorbei. Oh nein. Er erwartet von allen Neuen, dass sie sich erstmal eine Weile hier draußen abrackern. Okay, Alice, die Lira ist meistens weiblich. 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 Erzähl mir mehr über die Mine. Ich gebe dir einen guten Rat. Wenn du rein bist, stell dich gut mit Franco. Er ist hier draußen der Boss. Er entscheidet, wer als Nächster rein darf. Aber er wird dich nur reinlassen, wenn du hier draußen nicht die Eier schaukelst. Also geh zu ihm und lass dir eine Aufgabe geben. Ja, wo finde ich Franco? Ja. Der steht halt am Eingang des Lagers. Musst du hier die ganze Zeit rumhängen? Ich soll alle Neuen untersuchen, damit sich bei uns kein Spitzel einschleicht. Aber das kannst du vergessen. Ich meine, wir sind hier am Ende der Welt, mitten im Sumpf. Niemand kann uns finden, niemand wird uns finden. Und warum sollte sich jemand die Mühe machen, einen Spitzel zu uns zu schicken? Ja, das wird sicherlich niemals passieren. Also, hier ist kein Spitzel in der Nähe. Ich habe zumindest keinen gesehen. Oh, und hallo auch Osmose. Ich habe dich eben leider überlesen. Und Zekev. Also, genau. Eigentlich hatte ich im Kopf, dass wir eine Quest für den bekommen, aber wahrscheinlich müssen wir erst mit Franco reden und dann kriegen wir von ihm die Quest für den Typen. Was ziemlich wunderschön ist. Okay, hier sind überall wahrscheinlich noch Kreaturen. Nein, ich bin der klügste Mensch auf der Welt, Alter. Hauptsache, ich laufe erstmal wieder direkt aus dem Sumpf raus. Trank der Geschwindigkeit. Eigentlich wollte ich das alkoholische Getränk, aber Trank der Geschwindigkeit ist auch okay. Hält nur leider für 5 Minuten. Hallo, Steve. Kein Ding, bin ja nur ich. Dach. Hey, was willst du hier? Willst du ins Lager? Ja, ich bin... Interessiert mich nicht, wer du bist. Ich bin Franco, ich bin hier der Anführer. Also, wenn du hier draußen einen guten Job machst, bringe ich dich ins Lager. Ramon, der Torwächter, wird dir sagen, ob sie im Lager neue Leute brauchen. Sprich mit ihm. Ja. Die Sache ist halt, im Grunde genommen, könnte man hier reinspazieren und alle kaputt hauen, nur würde man dadurch eine ganze Menge EP und Story verlieren, deshalb mache ich das mal nicht. Uncrowned, hey, ich meinte dich ja auch gar nicht, aber hallo. Kann mir nicht vorstellen, dass du eine Erlaubnis fürs Lager hast. Franco schickt mich. Auch übersehen. Wir wissen, ob jemand im Lager gebraucht wird. Ja, wir brauchen jemanden. Gestern hat wieder einer von den Kerlen den Löffel abgegeben. Dieser Idiot hat sich mit Esteban angelegt. Wer ist Esteban? Der Anführer des unteren Lagers. Er entscheidet, wer in die Mine kommt. Also sagt Franco, dass Taurus nach einem neuen Mann verlangt. Alles klar? Okay. Taurus? Der Taurus? Ja, der Taurus. Der Mann, der die neuen Leute anfordert. Hallo. Der Mann, hier ist der ein Haufen Geld. Einfach so, weil ein neuer ich dich Typ gut leiden du kann. Willst... Nein, das ist ein Geschenk und stellt in keinster Weise einen Lohn für erbrachte Dienste dar, über die wir den Mantel des Schweigens sehen. Osmose bot 100 Euro dar. Nun. Ja, das gibt ja auch mal den Dialog mit, wer auch immer der Typ ist. Osmose bot 100 Euro da und schreibt verspätetes Weihnachtsgeschenk und Entschädigung für die verpassten Streams. Warte mal, du entschädigst mich dafür, dass du Streams verpasst? Das ist, hier auf Tales Gaming wird der Geldzug unendlich lang sein. Nächstes Jahr AOD, Kappa. Warte noch ein paar Tage, dann sag ich nächstes Jahr AOD. Alter! Osmose, danke. Ich bin gerade ein bisschen überrascht. Du musst in die Kamera, ja komm hier. Du musst direkt in die Kamera, das gibt's ja nicht. Osmose, was ist los?
alles deine erstmal Schuld. Gute Besserung. Du bist ja krank, ne? Habe ich gehört. Mhm. Ich hoffe, es ist erträglich. Und vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe meine Wärmflasche mitgebracht. Guck mal, ich hab eine Flauschi-Wärmflasche. Ist die nicht cool? Und sie ist fast so flauschig wie Markulan. Das ist auch eine Wärmflasche manchmal. Aber nur fast. Also jedenfalls vielen, vielen Dank natürlich auch an Alice Lira und an alle, die heute da sind und cool drauf sind und lange Geldzüge posten. Yay, auf einen tollen Streamabend. Damit könnt ihr euch sehr viel Ofenkäse kaufen, schreibt er. Oh, wie viel? Oh, die 42 Cent, genau. Die, da darf man nicht vergessen. 100 Euro und 42 Cent. Oh, ich rechne es gerade in Ofenkäse um. Auf jeden Fall vielen, 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 vielen Dank. Ich bin... What the fuck? Ich bin What the fuck, das ist mein neuer Name. Ich bin der neue Mann, will der Held jetzt sagen. Ich bin der neue Mann. Hey, versuch nicht, mich zu verarschen. Ich bin dein neuer Mann. Es entscheidet immer Ramon. Noch Franco, wer von euch ins Lager kommt. Ja. Genau, wir müssen also... Boah, das Banditenlager ist voll pedantisch aufgebaut. Es gibt halt einen Anführer hier draußen. Dann gibt es einen Anführer vor dem Tor. Hey, langsam. Dann gibt es einen Anführer vor dem nächsten Tor. Und dann gibt es einen Anführer vor dem nächsten Tor. Und wir müssen ihm gerade erzählen, dass... der Anführer den Auftrag von dem Anführer eine Stufe höher bekommen hat, dass er... ihr versteht schon. Hey, du. Das ist irgendwie mega witzig. Für die 100 Euro wird Marco alle im Lager jetzt umhauen. Marco, so, das war genug Stream für heute. Ja, Stream vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das sind ca. 10,2 Kilogramm Ofenkäse. Boah. Geil, Mann. Heute wird in Ofenkäse gebadet. Genau. Torus braucht einen neuen Mann. Torus braucht einen neuen Mann. Gut, ich werde mich darum kümmern. Moment, was ist mit mir? Du hast noch nichts geleistet. Ich habe schon eine Menge geleistet, nur weißt du nichts davon. Okay, du willst eine Chance. Du kriegst deine Chance. Schwing deinen Hintern zu Logan. Die Sumpfhaie rücken ihm zu sehr auf die Pelle. Hilf ihm, mit den Viechern fertig zu werden, dann bist du schon so gut wie im Lager. Ich möchte was probieren. Aber kann sein, dass das jetzt für Innos sehr, sehr schön wird, was ich probieren möchte. Ich möchte nämlich mal gucken. Ich habe immer drüber nachgedacht, theoretisch ist es, wie gesagt, möglich, hier einfach alle kaputt zu kloppen. Ja, theoretisch ist das möglich. Ich habe es aber noch nie gemacht. Damit meine ich jetzt nicht, dass ich das wirklich machen will und dann so weiterspielen will. Möchte die Story des Addons gern auch drin haben und alles. Ja, und vor allem die EP. Aber es wäre doch mal ein cooles Experiment. Einfach mal gucken, ob wir das schaffen könnten. Einfach mal schauen, was passiert. Total Mayhem. Ich verschwende gerade eure Zeit. So, jetzt hassen mich... Hey, langsam, du kommst nicht rein, also verschwinde. Ja. Mach noch ein... Ja, es ist sowieso mein letzter Schritt. Ich bin gerade Killer und Zeit für alle. Für jeden Spacken hier. Ich will nur mal kurz gucken. Die wichtigste Frage ist eigentlich, ist er sterblich? Ist er? Krass. Okay, das war das Sterbe. Ich wollte nur kurz gucken, ob Torus halt sterblich ist, weil wenn das so ist, dann kann man sich durchschnetzeln. Der Ork in der Höhle ist tatsächlich kaputt. Habe ich irgendwas Cooles? Habe ich irgendwas, womit ich ganz viele Leute töten kann? Das klingt falsch. Markus Traitor, Kill on Sight. Ah ja, TTD. TTD? TTT. Aber eigentlich heißt es ja Trouble in Terrorist Town. Die Abkürzung müsste also TIT lauten. Sicherlich. Genau das habe ich auch gesagt.
Nee, wir, sowas wie einen Feuerregen haben wir leider nicht. Wir haben eine Eiswelle. 9 Mana zu wenig. Okay. Du kannst auch als Snapper durchrennen und dich durch das Tor bangen. Ja, soll ja hier kein Speedrun werden, offensichtlich. Hey. TTD, Trouble in Terrorist Dorf. Wo finde ich Logan? Wenn du vorm Lagereingang stehst. Ach ja, Logan. Genau, wir sollen jetzt zu Logan und dem bei irgendwas helfen. Eod. Ich fand übrigens Osmose. Ich habe Eod direkt, als ich das Lied das erste Mal gehört habe, gesagt, dass das voll gemein ist. Kamen die Banditen wirklich von überall her? Jazeka, so als ich eben ohne Rüstung reingerannt bin, kamen die Banditen von überall her. Trouble in Terrorist Torf. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo Logan ist. Ich habe nicht zugehört. Didn't read, lol. Aber wir wollen uns sowieso hier den Sumpf komplett ansehen. Ich glaube sogar, ich bin richtig gelaufen. Kann das sein? Ich bin richtig gelaufen. Ich bin der beste Typ, Mann. Hey, schau an. Ein neues Gesicht. Willst du nur im Weg rumstehen oder bist du gekommen, um mir zu helfen? Franco schickt mich. Er meint, du kannst Hilfe brauchen. Also, was gibt's? Die Sumpfhaie kommen mir ein bisschen zu nahe. Wird Zeit, ein paar von ihnen zu erledigen. Hi, Dechan. Was kriege ich für meine Hilfe? Franco lässt dich hier verschimmeln, wenn du nichts tust. Wenn du ins Lager willst, musst du schon mit anpacken. Nur mit Worten kommst du hier nicht weiter. Außerdem kann ich dir zeigen, wie du die Viecher ausweiden kannst. Aber bild dir ja nicht ein, dass Franco dich direkt ins Lager schickt. Nur weil wir beide hier ein bisschen Spaß mit Sumpfhaien hatten. Es gibt Leute hier draußen, die warten schon eine ganze Weile darauf, reinzukommen. Und der Nächste, der reinkommt, bin ich. Und wehe nicht. Tja, wenn du mich so fragst, die Aussicht hier ist echt schön. Ja, wir können ihn halt fragen, was es im Lager gibt. Uns ist das relativ egal. Wir sag mir, wenn du was über... Und wenn du... Mayhem Matter. Das war Mayhem Matter. Uns ist das relativ egal. Wir wissen ja, dass ich, wozu wir hier sind. Zähne reißen, Klauen hacken, Tiere häuten. Glaube, das brauche ich alles nicht. Lass uns hier so ein Feuer angreifen. Du hast begriffen, wie du hier weiterkommst. Gefällt mir. Psst. Hörst du das? Ja, ich höre sie. Verstehe. Und was machen wir jetzt? Sie kommen. Sie haben Appetit auf einen Happen Menschenfleisch. Wollen wir doch mal sehen, wer hier wen fressen wird. Auf geht's. Auf geht's. Es sollte leise sein. Matter 2K16. Chieftain, zweckst du auch schon an mit 2K16? So, Sumpfhai. Sumpharus, Hairus, Sterbi. Nur tote Sumpfhaie sind gute Sumpfhaie. Das wird ihren Brüdern eine Warnung sein. Alles klar, gibt's noch was zu tun? Sonst hau ich mal wieder ab. Mach das! Wenn du noch was lernen willst, du weißt, wo du mich finden kannst. Wir machen mal was. Marvin und dann Set Time 9. Okay. Weil ich hasse es, wenn es so dunkel ist. Nicht und ich denke mal, wir haben uns darauf geeinigt, dass der Uhrzeit-Cheat schon okay ist, weil ansonsten nervt es ja nur rum. Ist nicht so, als hätte ich den krassen Vorteil dadurch, dass es jetzt Tag ist. Ach so, du hast schon immer 2K16 geschrieben, wusste ich nicht. Übrigens, Osmose, kleiner Funfact, der Code, den man eingeben muss, um den Cheat-Modus zu deaktivieren, ist B und dann 42 und dann B. Und dann fragt das Spiel, what was the question? Wobei, du kennst Gothic. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist mir das gerade eingefallen. Sag mal, Tom, was genau machst du hier? Ich habe keine Ahnung. Alice Delira. Sumpfhai-Fischflossensuppe. Nein, Dechan, ich gebe auf. Ich guck mal kurz, wer Tom ist. Warum sitzt du hier rum? Ich habe Ärger am Hals. Momentan ist es gesünder, wenn ich mich nicht mehr im Lager blicken lasse.
Was ist los? Ich hatte ziemlich gute Beziehungen zu einigen der Piraten, verstehst du? Hab mich mit den Jungs immer vor ihrem Lager getroffen und gehandelt. Mann, ich hab für das halbe Lager eingekauft. Tom bringt mir dies, Tom bringt mir das. Und dann haut dieser Mistkerl Esteban dazwischen. Alice, die Lehrer, es sind 4200 Goldstücke für Innos offen. Was ist passiert? Esteban hat Juan geschickt. Einen von seinen Jungs. Der Mistkerl hat uns aufgelauert. Ich war gerade dabei, mit den Piraten den Deal zu machen. Da kam er aus dem Dunkeln und hat sie mit zwei Schlägen niedergemacht. Mann, der Typ ist schnell. Aber nicht schnell genug. Ich konnte ihm entwischen. Und seit dem Überfall versteckst du dich hier? Ich bin zuerst zurück ins Lager und hab Fisk, Huno und den anderen Bescheid gesagt, dass sie ihre Lieferung vergessen können. Und dass Esteban hinter der Sache steckt. Wenn Esteban rausfindet, dass ich den anderen gesagt habe, dass er für die Sache verantwortlich ist, bin ich tot. Ja, also, deswegen gehe ich nicht zurück ins Lager. Ja, im Grunde genommen, dieser Esteban hat sich hier nicht sehr beliebt gemacht und ist halt auch schuldig an dem ganzen, der ganzen Auseinandersetzung. The Daidara, willkommen im Kreise der Follower. Und sonst? Sonst? Sonst sitze ich hier rum und zähle Steine. Oh, cool. Kann man mal machen. Steine zählen ist cool, nur hier ist leider kein Stein. Erzähl du mal weiter. Übrigens, ach nee, schlafen macht keinen Sinn. Denke ich mir auch immer. Nein, wir können ja aktuell sowieso nicht heilen. Uns heilen durch Schlafen. Wir sind ja durch die Sumpfhaie verflucht. Von den Sumpfhaien auf Gothic. Von den Suchenden auf Corinis. So, das will ich sagen. Die Sumpfhaie, sie stehen am Wegesrand und suchen nach mir. Sicher, so ist es. Lieschen 91, auch du seist herzlich willkommen im Kreise der Follower. Und auch hallo Undercover-Keks. Ich glaube, ich habe vergessen, dich zu grüßen, weil ich von so einem komischen Tom angelabert wurde. Okay, hier waren wir noch nicht. Richtig? Ich werde immer sehr verwirrt vom Sumpf. Aber hier waren wir noch nicht. Ja, komm her. Nein, nein. Ich habe vergessen, was für eine absurde Range die haben. Okay. Ach, so ist das. Ich dachte immer, das wäre ein Pass, aber... Oh, oh. Die Musik, die gerade fast eingesetzt hätte, ist mein Lieblingstrack im Soundtrack, glaube ich. Schäm dich in Grund und Boden. Oh nein, 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 nein. Nein, nein. Na, ich hasse es. Zwei Sumpfhaie sind immer ein bisschen scheiße. Drei auch. Der Soundtrack, genau. Ah, Sayuri ist auch da. Hallo und herzlich willkommen. Es wird heute natürlich, wie immer bei Gothic, recht viel Leiden für dich geben. La la la. La. Forgotten Land heißt es, glaube ich. Forgotten. Irgendwas mit Forgotten. Das Lied. Das ist einfach super. La la. La la. Ja gut. Sag, das Lied ist super und mach es dann kaputt durch Reimgequake. Soundtrack habe ich gesagt. Nein, Soundtrack habe ich nicht gesagt. I Hate Shelly, das ist so bestimmt mein 6., 7. Playthrough dieses Spiels. Aber
erst das zweite, das ich in irgendeiner Form aufnehme. Und mit Playthrough meine ich halt komplett. Ich habe ja auch unendliche Male irgendwie nur das erste Kapitel gespielt und dann aufgehört und dann den Bezug zum Charakter verloren, weil so viel Zeit halt in die Lande gezogen ist. Ich kann das immer nicht. Ich muss so ein episches, langes Rollenspiel irgendwie an einem Stück durchziehen. Zumindest innerhalb desselben Jahres so. Also innerhalb derselben 360 Tage. Osmose, das ist nur ein Versehen. Also den Chat wollte ich in der Pause noch in das Video hineinfügen. Ist halt, ich hatte mein System neu aufgesetzt und musste dann OBS neu einstellen, weil ich die Szenen nicht gespeichert habe. War jetzt auch nicht so schlimm, nur dabei habe ich bis halt... Bis bald, mein Freund. Wenn du woanders einkaufst, lass ich dich töten. Da habe ich halt die eine Sache vergessen mit dem Chat. The Daidara bot 2 Euro da. Hier, isst mal eine Wurst, Bruder. Das ist... Dankeschön, The Daidara oder Daidara. Und das ist ein Zitat von einer Quest im Kloster, wenn man den Mönchen diese verdammten 12 Wurststücke geben muss. Ach, dann war ich gar nicht so spät heute. Nee, Osmose, wir haben gerade angefangen. Tatsächlich. Es geht um was ganz anderes und ich habe mal wieder irgendeinen Satz genommen und ihn nicht verstanden. Das tue ich recht gern. So ein Spiel muss man innerhalb einer Wachphase durchzocken. Was ist das? Ach, das ist eine schwimmende Sumpfratte. Ich wusste gar nicht, dass Sumpfratten schwimmen können. So. Ich habe keine Ahnung, warum ich das hier nicht vorher schon gemacht habe, aber das funktioniert halt anscheinend. Die haben dann so wenig Bock, einen anzugreifen, dass sie es ignorieren. Okay, Daidara, das freut mich. Das sieht nur so aus. Okay. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ey, Marco, wann kommt wir Gothic 3? Wir brauchen einen neuen Zuschauer. Dieser hier ist kaputt. Ah ja, wir haben jetzt Logan erledigt. Also können wir eigentlich auch zu Esteban. Nur ich mag es, die Sumpfhaie kaputt zu kloppen. Weil die geben erstaunlich viel EP für eigentlich gar kein Risiko, wenn man sie einzeln erwischt. Ja, Eot, was gibt es? Ja, okay. Wäre irgendwie schon dämlich, wenn Sumpfratten im Sumpf nicht schwimmen könnten. Ja, Eot, Gothic 3 ist geil. Ja, Mann, wie soll ich sagen? Das ist halt deine Meinung, Mann. Ich finde es halt nach wie vor nicht so cool. Also irgendwie, ja, hab keinen Grund auf Gothic 3 jetzt rumzuragen. Wichtiger Hinweis, war das lustig? Ich glaube, das war nicht lustig. Geil, einfach mal 200 Pfeile abstauben, warum nicht? Sind 200 Goldstücke, wenn man sie einzeln verkauft, oder? Aber das macht ja keiner. Immer wieder das Gleiche. Kann man eigentlich Schleifsteine benutzen? Cool. Ach ja, stimmt. Mit der Mod kann man sogar Schwerter schleifen, glaube ich. Ja, so von diesem ominösen Gothic 3 habe ich auch noch nie was gehört. Hey! Das hätte er auch selbst wissen können. So ein Chief Tick. Ich habe Logan geholfen. Okay, du hast gegen die Sumpfhaie gekämpft. Du bist zu gebrauchen, zumindest mehr als die meisten Typen hier. Meine Meinung kennst du ja. Es gibt doch nur noch mehr. Also, kann ich jetzt ins Lager? Pass auf. Es gibt nur noch eine Sache, für die ich dich brauche.
Vor ein paar Tagen habe ich Edgar in den Sumpf geschickt. Er sollte mir eine alte Steintafel besorgen. Aber seitdem hat er sich nicht mehr blicken lassen. Sieh nach, was er treibt, und bring mir diese verdammte Steintafel. Wenn wir nicht gekommen wären, wäre dieser. Wie sieht's aus mit Gold? Was? Kriege ich auch was für meine Arbeit hier im Sumpf? Du willst Gold? Klar, wie viel willst du? 50 Goldbrocken, 100? Ich gebe dir so viel Gold, wie du tragen kannst. Radier. Was glaubst du, wer du bist? Willst du mich verarschen? Jetzt schieb ab und tu was! Sonst gibt's nicht mal einen Goldkrümel für dich! Hey, du! Also, wo finde ich diesen Edgar? Willst du den einfachen Weg oder den schnellen? Gib mir den schnellen. Ich nehme den schnellen. Okay. Geh von hier aus schräg links am Steg vorbei in den Sumpf. Da sind überall Ruinen. Irgendwo dort sitzt er rum. Ich denke mal, er war Ja. Also, ich werde Edgar finden und es kann sogar sein, dass ich die Steintafel schon habe. Sicher bin ich mir da nicht. Kann auch sein, dass die erst spawnt, wenn man die Aufgabe bekommt. Chief Tane. Ich werde entfernt mit einem reinen Gewissen. Meine Hände sind sauber. Okay, zurück zum Temur. Temur. Das Temur ist Edgar. Hi. Franco schickt mich wegen dieser Steintafel. Hast du sie gefunden? Mann, ich habe sie nicht mal gesucht. Alles, was ich weiß, ist, sie soll in diesem alten Gebäude tief im Sumpf liegen. Und meine innere Stimme sagt mir, Edgar, halt dich fern von alten Gebäuden, die tief im Sumpf liegen. Ich werde meinen Arsch bestimmt nicht für diesen Penner Franco riskieren. Wo ist dieses... Geh einfach links an dem großen Felsen hier vor... Da musst du dann links oder rechts dran vorbei. Aber die Ruine vielleicht hast... War schön. So, also auf zu den Ruinen und die Steintafel holen. Ich glaube, wir müssen auch noch... Und Uncrowned, keine Sorge, kann sein, dass ich das auch machen werde. ich hasse es. Ich habe doch gerade den Geschwindigkeitstrank genommen. Nicht in den Sumpf. Nicht warten. Hört ihr Bestreamten von Marco. Spielt Gothic 4. Ist auf Steve noch Garantie? Kann man den vielleicht einschicken und der wird repariert? Gothic 4, ist das dein Ernst? Natürlich ist das nicht dein Ernst. Es gibt kein Gothic 4. Das ist eine Lüge. Eine Beleidigung ist das, einfach irgendein Schrottspiel zu nehmen und es Gothic 4 zu nennen. Also, ich weiß nicht. Das würde auch nie jemand tun. Sag mal, Gothic 4 ist so abwegig, da wäre ich nicht mal aggressiv. Arcania, noch nie gehört. Och nein! Sumpfgolem direkt hinter mir, im Sumpf. Ist ja auch ein Sumpf. Er folgt mir weiter. Ich bin tot. Ach, tu das nicht. Ja, Eod, hier hast du deinen Sterbi. 4300. Hey, du. Franco, habe ich schon mit dir gesprochen? Ich habe ihm geholfen. Ich habe Logan geholfen. Okay, du hast gegen die Sumpfhaie gekämpft. Du bist zu gebrauchen, zumindest mehr als die meisten Typen hier. Das war nämlich gerade voll der Speedrunner-Trick. Das war so ein Safe-Bug. Nein, wir hatten die Steintafel einfach schon. Steve? Warnung, nein.
einfach nur nein. Für kein Geld der Welt. Nein. Okay. Also, kann ich jetzt ins Lager? Pass auf. Es gibt nur noch eine Sache, die ich dich brauche. Vor ein paar Tagen habe ich Edgar in den Sumpf Er sollte sehen. Ach so, Logan hat mir geholfen, nicht Edgar. Oh Mann, jetzt habe ich was verwechselt. Ja, klär mir alle Wege, die es gibt, wie sieht's aus mit Gold. Etto, nein. Etto, auf dein Zimmer. Es gibt kein Gothic Arcania aus dem Mose. Hör nicht auf die, die lügen dich alle an. Es gibt dieses Spiel einfach nicht. Oder? Ganz ehrlich, bei der Wahl zwischen AOD und Arcania würde man eher AOD wählen, weil das wenigstens schnell vorbei ist. Im Vergleich halt. Es dauert natürlich trotzdem viel zu lang. Jede Sekunde ist zu lang. War schön. Da sind alle Zimmer mir. Was? Ach so, da sind alle Zimmer mir. Also ich habe den Satz gerade total dämlich gelesen. Oh, da sind tatsächlich noch Pilze. Echt, Peter? Osmose, auch du? Ich hab dir vertraut. Ich habe dir vertraut! Ich habe dir vertraut! AOD mit Always Challenge. Bei jedem Tod Always singen. Das ist nicht dein Ernst. Was ist Marco? Geil! Der Satz ist auch cool. Sorry, dass ich heute nicht länger in deinem Stream war. Bin eingeschlafen. So ohne Kontext klingt das echt geil. Der Name des Spiels leugnet die Wahrheit. Steve, weißt du, was das einzig Schöne an der Limited Edition von Gothic 4 ist? Dass sie limited ist. Wer ist da? Ach, da hinten ist doch jetzt der Golem, richtig? Okay, pass auf. Den schaffen wir bestimmt. Bestimmt schaffen wir den. Der ist gar kein Problem. Muss nur noch kurz eine Sterbi-Versicherung abschließen. Wieder hat sich zwei geteilt. Was? Wieso sind das jetzt zwei? Wieso waren das zwei? Okay, wir schulden Innos 4.400. Nichts zu plündern. Sie hatte eine Stoffkarte der World Map dabei. Das wiederum ist natürlich ziemlich cool. Stehst du wohl auf? Stehst du... Hat er mich gerade in den Boden eingepflanzt und dann geerntet? Ist das gerade passiert? 4.500. Aber du siehst, du könntest ihn töten. Danke, echt Peter. Danke für diesen nützlichen Hinweis. Thank you.
unglaublich defensiv die Biester sind. Oh, sorry, sorry, Uncrowned. Jetzt habe ich dich Peter genannt. Ich nenne dich so wegen der Farbe deines Namens. Daher die Verwechslung. Jetzt habe ich dich heute schon zweimal, zumindest scheinbar, beim falschen Namen genannt. Herr Thaner hat gerade subscribed und kann sich seinen leckeren, saftigen, wunderschönen Schinken abholen. Vielen, vielen Dank, Herr Thaner. Willkommen im Club der Abonnenten. Hallo, hier ist ein Haufen Geld. Einfach so, weil ich dich gut leiden kann. Undercover. Das ist ein Geschenk und stellt in keinster Weise einen Lohn für erbrachte Dienste dar, über die wir den Mantel des Schweigens hüllen. Leute! Undercover, such's dir aus. Donated 50 Euro. Was? Und schreibt, hab ich da gerade Spendeneskalation gehört? Yes, Osmose, provozier mich nicht, du willst ihn doch nur überholen. So, und jetzt alle, hier auf Tales Gaming, wird der Salzzug unendlich lang sein. Den Rest dieses Texts kenne ich nicht, doch er ist ein wunderschönes Gedicht. Ich hab ein ziemlich hässliches Gesicht. Denn in Wahrheit bin ich ein Fisch. Goldini, Goldini. Nein, what the fuck? Aua, ja, mir gerade die Kopfhörer in den Schädel gedrückt. Das ist die Reaktion darauf, wenn man mit Geld beworfen wird. Man drückt sich die Kopfhörer in den Schädel. Da ist nichts zu. Vielen, vielen, vielen Dank. Undercover suchst dir aus. Undercover. Ich finde Undercover-Keks ist das Beste. Hat einer von euch auch das Problem? Ne, kenne ich nicht. Die Rückkehr des Dramas. Ja, Lord Norfolk, es war ein Drama. Ich habe tagelang geweint. Weil ich mir tagelang dachte, jetzt haben sie die Atmosphäre zerstört. So, Baum. Na, klappt's? Na, Baum? Geht das so? Wird der Baum mich retten? Das mit den Bäumen ist echt voll der geniale Tipp. Man soll wohl sogar Drachen besiegen. Ach, da sind ja keine Bäume mehr. Ein Drachen. Dieser Stream wird nachträglich in einer Salzmine eingelagert. Nicht sterben, ich brauche dein Geld. Was? Zinsos bot 5 Euro da und schreibt, ey Marco, wo bleiben meine 4.500 Gold? Zinsos, pass auf hier. Was? Hallo, hier ist ein Haufen Geld. Einfach so, weil ich dich gut leiden kann. Das ist ein Geschenk und stellt in keinster Weise einen Lohn für erbrachte Dienste dar, über die wir den Mantel des Schweigens hüllen. Eod bot auch 50 Euro da. Ihr wollt alle nur nicht runterrutschen in der Liste, gibt es zu. Bot auch 50 Euro da und schreibt, hier auf Tales Gaming wird der Salzzug unendlich lang sein. Alle Hoffnung, alle Pro-Moves, sagt man, bleiben beim Streaming verborgen und dann wird das, was uns live so lustig erscheint, doch auf YouTube zum Schreien. Hier auf Tales Gaming wird der Salzzug unendlich lang sein. Das ist echt voll die schöne Melodie und auch der Text ist natürlich super. Der Salzzug, der unendlich lang sein wird. Dankeschön, Eod, und... Also, Dankeschön, Eod. Eigentlich muss Mathe jetzt nochmal in die Kamera. Also, Und Zinsos, es sind mittlerweile 4.600 und die bekommst du gleich. Ich sammle mal Fisch. Okay, wir haben mit der Kraft des Baumes einen Goldhai, einen Sumpfhai, einen... Hallo, hier ist ein Haufen Geld. Einfach so, weil ich dich gut leiden kann. Osmose? Das ist ein Geschenk und stellt in keinster Weise einen Lohn für erbrachte Dienste dar, über die wir den Mantel des Schweigens hüllen. Osmose?
Osmose? Ich will eine Flasche Milch, ein Brot und einen fetten Schinken. Und Osmose, Dankeschön für... Oh, ich hoffe, dein Stream ist nicht schon abgekackt. Dankeschön für weitere 50 Euro. Das wandert in meine Tasche. Ach so, ja. Ich hol schon. Und Undercover Alice donatet 20 Euro und schreibt Spendeneskalation Kappa. Ich bestell schon mal die Tickets, ne, für Panama. Nee, erst Ofenkäse. Danke ja. Für die Kohle. Was ist denn mit euch? Okay. Ihr habt doch zu viel Weihnachtsgeld. Ihr seid alle zu schnell. Osmose, danke für die 50 Euro, für die weiteren. Bloody Saphira. Hallo Marco, ich komme rein und bekomme den Spenden-Hype-Train mit. Freue mich für dich, weil du es verdienst. Oh, danke schön. Danke für den Resub. Für den Resub, genau. Undercover Alice donated 20 Euro und schreibt Spendeneskalation Kappa. Ich soll gleich in der Kamera bleiben, sagt Arkos. Ja, bleib einfach hier. Nein, Quatsch. So. Goli Exe donated 15 Euro und schreibt, mehr hab ich nicht mehr, es tut mir leid. Oh Leute, mach doch sowas Leute. Nicht. Bitte, Alter, bitte. Ihr seid verrückt. Tut uns den Gefallen und macht euch nicht selber arm. Das wäre cool. Das ist so wahnsinnig. Emero hat gestern eine 1400-Euro-Spende bekommen. Der Typ, der gespendet hat, hieß Korn. Nun, jetzt wisst ihr ja, wo euer Spendengeld hingeht. Nein, Quatsch, wir haben überhaupt nichts zu tun mit Emero. Boah, Leute. Leute, ich habe mich hier hingesetzt und wollte einen normalen Gothic-Stream. Nee, vor allem, wollte einen Golem besiegen. Er ist immer noch nicht tot. Kapi bot 15 Euro da. Danke für die Kohle. Schnell, nimm es, nimm alles. Piu, piu. Lord Norfolk, das habe aber nicht ich gesagt. Das war ein Zitat von jemandem, der das im Chat geschrieben hat. Ja, das hat jemand. Das ist nicht von mir gewesen. You got busted, Mr. Tilts Gaming. So. Alter. Jetzt folgendes. Wir werden jetzt wahrscheinlich sterben, weil ich habe gerade beide Golems gepult. Hallo Simon oder Simon. Simon RCCN. Hallo Simon. Jeder, der in der Liste steht, muss spenden. Dann Stundenlohn. Nun. Das ist ein fairer Deal. Boah. Alter, Leute. Oh Mann, ich weiß nicht mehr, ich weiß ja gar jetzt nicht, was... Jetzt umarmst du mich wieder, ja, ich ja, weil Geld du gehst. Habe. Ich wollte das jetzt nicht nochmal bringen. Oh Mann. Das wandert in meine Tasche. Jetzt stehst du doppelt in der Leiste unter verschiedenen Namen. Ja, du stehst halt unter dem Namen drin, glaube ich, den du angegeben hast. In der... Ja, so ganz verstehe ich das System tatsächlich nicht, weil manchmal wird es auch zusammengefasst. Marcelicious donatete 1 Euro und schreibt... Low Budget, es müssen keine großen Summen Nein, sein. Nein, natürlich müssen. Nein, Leute, es muss gar nichts sein. Deshalb bin ich gerade auch so. Es ist unglaublich. Hin und weggeworfen. Übrigens, apropos weggeworfen. Folgendes. Ja. Wir kriegen Post. Wie viel Ofenkäse wäre das jetzt? Überleg mal. 318. Wie viel kostet so ein Ofenkäse? Kommt drauf an, welchen man nimmt. Sagen wir mal den wir jetzt haben. 250 Gramm, weißt du das? Der kostet, glaube ich, 1,99. Okay, das wären dann... Hör auf, das wären 1,99. Ich glaube, wir brauchen jemanden, der rechnen kann. So 600 durch 60. 318 mal 2 im Prinzip. Durch 2. Nein, doch. Ja, das wären dann doch 100. Ach, über 100. So. Kann ich dich eigentlich auch so verarschen? Ich kann. Die Verarsche geht. Die Verarsche geht. Also, ich meine, die Taktik. Verarsche nenne ich sie. Sie geht. PayPal macht dicht wegen Verdacht auf Geldwäsche. Da! Genau, PayPal macht dicht. Die sagen einfach, nee, es macht keinen Sinn, die Firma weiterzuführen. Der Typ da bekommt zu viel Geld. Okay, die Verarsche geht. Also gegen die Golems meine ich jetzt. Geldwäsche mit Steuern. Das ist irgendwie...
das Schlechteste aus beiden Welten, was? Leute. Was zur Hölle? Danke für die Kohle. Och nee. Alice, das ist... Oh Mann. Jetzt hast du die 42 zerstört. Das ist unfair, finde ich. Alice bot 1,58 Euro dar. Ich mag runde Zahlen, Kappe. Och, Aqua, ich wusste, dass das kommt, als ich meinte, die Verarsche funktioniert. Ach so. Dass sie es beziehen auf die Spenden. Oh. Genau, das würde ich dann auch so rausbrüllen. Wie geil wäre das eigentlich? Die Hälfte muss Marco eh an seinen Zuhälter Innos abgeben. Ja, Jayco, aber das ist Gronkh. Das war sicherlich was anderes. Ich mach dich fertig. Och nein, ich hab vergessen, die Rüstung auszuziehen. Shambhala! Ich bin gleich sowieso tot. Kann ja noch ein bisschen Shambhala rufen. Ja, war keine Absicht, Leute. Nun. Das hast du verdient, Mistkerl. Ja, guck bitte mal. Alles noch da. Okay, Leute. Ich bin online, hoffe ich. Weil das würde jetzt irgendwie komisch wirken. Ja, 320 kann ja auch oft gehen. Ich habe vergessen, mich auszuziehen. Genau, Steve. Lieber würde ich mich ausziehen, als Arcania zu spielen. Och nee, jetzt ist doch sowieso. Okay, ausziehen, Audea Arcania. Was wäre wohl besser? Eine Blockentaste. Alice, die Lehrer möchte von mir geblockt werden. Oh. Was macht er da? Ist das? Ich frag mich echt, was hier schiefgelaufen ist. Ich hab mir einen Pony aus Diamanten gekauft, denn ich bin reich. Nur damit du es weißt. Omi Cold hat sich einen Pony aus Diamanten gekauft. Ah ne, jetzt bin ich. Er donatet 20,69 Euro und schreibt, perverse Anspielung hier einfügen. Alter. Dankeschön, Omi Cold. Peace Silas, diese Frage habe ich mir jetzt noch nicht gestellt und ich denke mal, das lassen wir auch, oder? Hab gehört, hier gibt's Sterben und Noobhaufen. Ja, Petruschka, immer doch. Ja, Spendeneskalation auch, also... Tales Gaming zusammengefasst. Spenden, Sterbi, Noobhaufen. Der Noobhaufen symbolisiert die geniale Community. Das Sterbi symbolisiert die Inkompetenz des Streamers. Und der Noobhaufen symbolisiert... Ah ne, den hatten wir schon. Wie Omi hier einfach aus dem Off erscheint. Als hätte er eine Alarmanlage in seinem Raum. Död, död. Meister will Geld. Leute, Dankeschön. Was ist mit euch los? Ich laufe doch einfach nur durch einen Sumpf. Und damit meine ich nicht, dass ich jetzt schon dem Drogensumpf verfallen bin, sondern. Oh, Dunkelpilze. Bin kurz weg. Ja, bis gleich, Chieftain. Osmose, heute hatte ich tatsächlich keine technischen Probleme, bis auf die Sache mit dem Chat. Aber... ja gut, das mit dem Chat ist schon doof. What are you doing in my... Swamp? Swamp, wahrscheinlich. Zurück zum Thema. Es gibt ein Thema. Ich weiß immer noch nicht, wo ich hin will. Ich will zu dieser Gammelruine und ich finde sie einfach nicht. Vielleicht auf der Karte. Also, Karte ist erstmal eine gute Theorie. Ich glaube, ich weiß, wo die Ruine ist. Entweder ist es die unten im Norden oder die unten im Süden
oder im Norden? Ich dachte, das wird Schwamp ausgesprochen. Genau, Lord Norfolk. Das ist alles gescriptet. Also, die Steintafel des Wahnsinns. Die haben die Ruine weggetragen. Die Ruine. Das reiß ich mir unter den Nagel. Alice die Lira bot 1,71 Euro, da damit Osmose nicht mehr traurig ist. Erstmal vielen, vielen Dank natürlich. Ach so, jetzt sind es 342. Jetzt verstehe ich, da ist die 42. Ich wollte gerade sagen Fail, weil hinter dem Komma keine 42 steht. Aber da ist die 42. Verstehe. Dankeschön, Alice die Lira, dass du unseren Osmose beglücklichst. Butlerfleisch. So, die Ruine. Die fucking Ruine. Wo ist sie? Haben wir weggetragen. Michael Fassbender. Ja, gut. Hey, langsam. Du. Ach, das ist nicht die Ruine. Das ist das Lager. Oh ne, ich hab's nicht kaputt gebackt. Okay, okay. Ja, Jacob, dann erhältst du natürlich das Geld. Nein. Das wird sich nie mehr ändern. Geniale Idee. Das Szenario ist irgendwie witzig. Ja, wir werfen alle Geld in den Topf. Und dann kann sich rausholen, wer möchte. Süß oder salzig? Popcorn? Geht's um Popcorn? Weil Popcorn ist toll. Ich bin so ein süßes Popcorn-Macher. Popcorn ist allerdings ein Name, der wie eine Aufforderung für mich klingt, die wenig Sinn ergibt. Ich vergesse das hin und wieder, aber das, dann fällt es mir wieder ein. Hallo Klippenläufer, was ist das? 96. Klippenläufer 96. Nicht zu finden. Ja, salzige Popcorn. Ich hasse sie nicht tatsächlich. Ich kann sie essen, nur... Ich glaube, daran werde ich viel Freude haben. Ich kann auch alles essen irgendwie. Also, was ich essen kann, sagt irgendwie nicht aus. Die maskierte 43 bot 1,03 Euro da, um eine 43 zu erreichen. Das ist der finstere Plan. Heilige Scheiße! Heilige Scheiße! Dafür hat tatsächlich jemand was bezahlt. Jana May bot 7,60 Euro da und sagt, runde Zahlen gefallen mir ebenfalls gut. Oh nee, die maskierte 43 hat Jana Mays Plan durchkreuzt. Wie das immer passiert. Vielen, vielen Dank, Jana May und die maskierte 43. Wie genau sieht die Maske einer 43 aus? Ja, Jana May. Oder Jana May. Ich weiß die Aussprache nicht mehr. Aber, das tut mir leid. Nochmal spinnen. Ist ein fairer Deal. Ah, ich glaube, ich habe es gefunden. Doch bekloppt, Leute. Mann, wie kann ich... Was zur Hölle? Was zur Hölle? Wir sammeln den Trank, die Spruchrolle. Der hält auch nur, Schultern zuckend, steht er über dem X, denn er weiß nicht, dass es die Stelle markiert. Wüsste der Held doch nur,
dass es die Stelle markiert. Aber er weiß es nicht. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Okay, Jenemy. Und Steve, oh, der Kapitalismus-Bacon, bot 32 Cent, nein, das ist falsch, 1,39 Euro da und schreibt, die andere 42 hat mir besser gefallen. Vergiss Gothic 4 Arcania nicht. Bis bald, mein Freund. Wenn du woanders einkaufst, lass ich dich töten. Tüte Kaffee, auch 1,39 Euro. Ich glaube, ihr hattet beide dasselbe vor und habt es so zerstört. Dankeschön, Tüte Kaffee. Ich will den Stundenlohn auch etwas nach oben pushen. Kappa. Danke, Steve, und Tüte Kaffee. Oh, Steinwächter, zwei davon. Nur eigentlich sind die ja kein Problem. Fast banal. Seht ihr? Das war genau ausgerechnet. Ich hatte die falsche Rüstung an. So, jetzt ziehe ich mal die andere an, denn hier drin wird es düster. Ja, stimmt, Steinwächter, nein, gibt es ja noch einige hier. Ich mag die Rüstung. Kommt rüber, oder? Alice die Lira. Da ist nichts. Ja, Osmose, du ziehst alle auf deine Seite und irgendwann steht hier nur noch 42. Jedenfalls eine Stunde ist gehabt. Ja, das ist Wahnsinn, Jeremy. Das ist Wahnsinn. Wirklich. Stimmt, ich schulde Innos natürlich damit ein 100er mehr. 4600. Ich vergesse das immer einzutragen. Schade. Und diese Ruine machen wir noch. Und dann gibt es auch Pause. Zur Peace von Silas. Und die Ruine ist auch nicht groß. Also keine Sorge. Okay, gegen die Steinwächter ist die Verarsche-Methode nicht so gut. Nicht so. Okay, passt zu einer Truhe in einem seltsamen nicht Gebäude so. Im Sumpf. Also wahrscheinlich in diesem Gebäude hier. Oh, stimmt, hier gibt es so unglaublich viele Dunkelpilze. Undercover Kings. Da ist nichts. Wie gesagt, ich mache jetzt gleich Pause. Direkt nach dem Looten. Direkt nach dem Looten klingt gerade irgendwie auch falsch. Ach, Leute. Gerade klingt alles falsch. Das ist mega witzig. Stimmt, Klippenläufer, ist bestimmt eine Verschwörung. Truhe. Das sollte die mit dem Schlüssel sein. Ja, das sind die beiden grünen Steintafeln. Fun Fact, das Spiel gibt einem hier zwei, weil man eine abgeben muss, eine aber für die Hauptstory noch braucht. Ist irgendwie sehr stumpf gelöst, dann zwei reinzupacken. Aber effektiv. Glaube ich zumindest. Wie gesagt, mein Gothic-Wissen ist ein kleines bisschen eingestaubt. Ich habe ja mein altes Gothic 2 LP tatsächlich irgendwie Monate vorbereitet. Durch Zusammensammeln von Infos. So. Weil ich wollte nicht, dass irgendwas so wirkt, als wäre ich ein Noob. Und dann wirkt es trotzdem so. Und das habt ihr doch gemocht. Ja, Goli-Echse, ich kann es mir zwar gar nicht so wirklich vorstellen und es nicht so wirklich nachvollziehen. Wäre auch komisch, wenn, oder? Aber... ja. So, Leute, es ist
Zeit für 10 Minuten Pause, würde ich sagen. Ja, ja, das ist der Wahnsinn. Ja, wie gesagt, wir machen... Das, ihr seid so cool. Ihr gebt mir 350 Euro, ich finde euch cool. Nein, das ist unglaublich irgendwie. Was zur Hölle. Wir machen 10 Minuten Pause. Jetzt aber wirklich. Bis gleich, Leute. Hotkeys hat der Spaß auch nicht vorbereitet. So, bis gleich. Thank you.
Hallo, hallo. So, als erstes kümmere ich mich jetzt, würde ich mal sagen, um den Chat. Wundert euch nicht darüber. Jetzt sollte theoretisch, wenn jemand... Ja, okay. Wir haben einen Chat im Video. Hurra. Und sorry auch für die Sache mit der Pausenmusik. Dann hatte ich nicht gedacht, ich habe den Ordner mit meiner Pausenmusik irgendwo. Ich werde in der nächsten Pause suchen und dann habt ihr auch mal mehr als diesen einen Track hier. Wäre, glaube ich, ganz nice, oder? Gothic 2 Beste sagt Moin. Hallo, Gothic 2 Beste.